Hallo Leute, willkommen zurück auf Unica City. Ich bin immer noch bei diesem Notruf gerade, den wir am Ende des letzten Parts angenommen haben. Aber habe dann natürlich einen Cut gemacht, weil 17 Minuten und ein paar Sekunden waren schon auf der Uhr und ich muss es nicht so lang ziehen. Schon wieder dieses Navi. ja, das war irgendwo mexikanisches Gebiet. Ne, warte, wir schauen kurz nach Little Mexico. Man darf halt keine Zeit verlieren. Oh, hier, die Disco ist am Start. Wo ist denn hier? Wir hatten den Little Mexico von... Was? Ich wurde als Notarzt gerufen. Dann geht in die Deathmatch. Geht, ist die Deathmatch an Arena? Ich warte doch hier nicht bei einer Übung. War auch riskant gerade wahrscheinlich. Okay. Ich gehe da weg. Oder soll ich warten, bis einer tot ist? Das Blöde ist, da kommt jetzt immer... Oh, guck mal. Oh, was passiert denn da? Ja, einmal jetzt. Ja, aber ich hau ab danach. Ich bin ja nicht da, bei euren Übungen Notarzt zu spielen. Hoffentlich hat er genug. Aber das ist seltsam. Kurios. So, kein Service offen in der Zeit. Ich dürfte jetzt genau mitten im Urlaub sein. In Passau. Da bin ich nämlich 6 Tage... alten Kollegen treffen. Kenne ich auch von Online-Gaming her. Und dann geht's am Mittwoch nach München zu meinem Bruder. Auch für 6 Tage. Ja, es sind komische Zeiten, aber hab den Urlaub nicht besser hinbekommen, weil die Leute, die Kinder haben, ne, die gehen natürlich vor. Wegen Ferien und so. Und ich hab's auch, muss ich sagen, spät eingereicht. Oh, FBI. Ja, ist mir jetzt egal. Ich habe den anderen Notruf angenommen. Ihr sollt auch nicht immer sinnlos hier runterspringen. Die kommen schon gar nicht mehr mit einem Sprungtuch extra an. FBI. Ey, das hatten wir doch beim letzten Mal. Wo dann drei Folgen-RP losging, diese Behandlung. Da war doch im Stadtbad was. Ist jemand ohnmächtig geworden und das hat die Patientin hatte mir auch noch verschwiegen, dass sie am Tag zuvor eine Vergiftung hatte, eine Lebensmittelvergiftung. Fällt ihr so mitten in der Behandlung ein. Aber da werdet ihr wahrscheinlich schon fleißig drunter kommentiert haben. Wenn nicht, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist die Playlist zu dem ganzen Unica City Let's Play. Laufe ich hier eigentlich gerade gut? Ja, komm. Gerade ein... Gerade durch geht irgendwie immer schneller. Ich jetzt um den Berg herumlaufe. Oh, da muss ich aber nach da. Buh. Oh, ich brauche ein Auto, ey. Unbedingt. Und ein Haus, damit ich mir das Auto leisten kann. Ich bin echt teilweise viel zu lange unterwegs, aber du kannst ja nicht einfach sagen, ich nehme es nicht an, weil es zu weit weg ist. So eine Regelung gibt es gar nicht. Und wo weiß ich denn, dass jemand... Na gut, man könnte schnell gucken, ist jemand on, der denn ein Auto hat, aber... Wir müssen alle Notrufe annehmen, ob die uns passen oder nicht. Ich hoffe nur, ich komme rechtzeitig. Was ich scheiße finde, tatsächlich, ist, wenn ich zu spät komme...
Boah, kann ich durch. Nein. Was ist denn hier los? Oh, ich dachte schon, wäre ein Polizist da oben. Wegen diesem Blau. Ja, sehr gut. Hier ist kein Kanal mehr. Doch, da drüben kommt wieder Kanal. Da kommen wir aber direkt hoch. So, da sind wir doch schon. Nein! Oh, das war doof. Ja, Mann! Bin hier doch ein bisschen blöd gelaufen. Hä? Wo ist das Navi jetzt? Hä, was? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Brain AFK. Nein. Oh, was? Stadthalle habe ich nicht angenommen. U-Bahn-Stadt... Lol. Jetzt bin ich verwirrt. Da stand doch FBI. Mein Gott. Und dann lese ich schon irgendwie so, dass das irgendwie jemand angenommen hat. Oder der wollte nur eine Bandage. Wieso wurde ich denn bis hierher geschickt? Oh, da ist tatsächlich aber auch jemand. Boah. Hoffentlich war er das. Also wenn das Navi abschmiert, dann kann ich ja echt nichts dafür, oder? Okay, aber anscheinend war der eh eingekerkert. Eingekerkert. Ah, da komme ich raus. Ich habe total den Überblick verloren. So ein blöder Notruf. Warte mal, wir gucken es noch mal ganz in Ruhe an. Also. Der nächste Punkt. Nee, Mochiyuku, FBI. Und das war er, den wir auch gerade hier gesehen haben. War er das? Jedenfalls, ich hoffe mal, dass das stimmt, weil auf jeden Fall das Navi war hier weg. Aber das wurde mir im Chat nicht angezeigt, dass ich den Punkt erreicht habe vom Navi. Von daher, ich hoffe mal, das war der Typ, der Yuskan. Wieso spielt er eigentlich wieder? Ich dachte, er hat gequittet. Ich dachte, er hätte gequittet, hat extra alle seine Häuser hier verkauft. Oder verschenkt. Ich wollte auch eins haben. Ich sollte auch eins bekommen, aber war nicht da an dem Sonntag danach. Wir können uns eigentlich noch mal anschauen, was die Autos kosten. Dann nehmen wir erstmal so ein billiges mit den niedrigsten Steuern. Diese kann man jetzt nirgendwo übersichtlich sehen. Ne? Da müsste ich doch erst dahin gehen. Der Weg war halt richtig blöd, aber ich nehme an, das war der Patient. Es war eine Leiche. Wollen wir einfach U-Bahn fahren? Komm, wir fahren mal U-Bahn. Eine U-Bahn-Fahrt ist toll. Habe ich eigentlich noch Tickets? Gleis 1, nehmen wir Gleis 1. Kersakow-Gebiet. Na, das ist ein bisschen weit. 22.56 Uhr, warten wir mal noch ab. Ich gucke nur mal gerade. Papier. Ich habe kein Ticket. So. Okay, Krankenhaus sollte kein Problem sein, dass das jetzt mal einer von den Kollegen übernehmen kann. Da komme ich jetzt eh nicht schneller hin als jemand anderes. Hör mal, die Zeit ist rum hier. Hör mal, Kersakow? Nee, da bin ich ja weiter weg, als wo ich jetzt bin. Gehen wir einfach zum anderen Gleis. Aber da muss ich wahrscheinlich ein anderes Ticket holen auch. Hm. Wurde das denn überhaupt gepatcht? JVA Unica City.
Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wäre cool, wenn die Zeiten auch hier drin stehen. Na gut, es könnte sein, dass JVA derselbe Weg ist. Warte, wir machen mal kurz Stats. Wanted-Punkte 0 von 69, weil da gab es ja mal einen Bug. Also das hat nicht funktioniert. Ich schau mal, wenn ich jetzt hier wieder aussteige, ob ich dann WPs bekommen habe, weil ich angeblich schwarz gefahren bin. Weil hier, ne, mit Bahnticket. Hier ist der Beweis in dem Video. Die Zeiten sind auch nicht ganz, oder meine Uhr? Nee, das kann doch nicht sein, meine Uhr. Auf dem PC, die ist da automatisch. Atomuhr aktuell. Ah ja, sehr schön. Hat geklappt. Aber ich habe mein Ticket noch. Ich habe 20 Wanted-Punkte bekommen. Warum funktioniert denn das nicht? Ich dachte, das wäre wieder gepatcht. Moment. Genau, JVA. Verstehe ich nicht. Hier unten ist das Ticket. Oder wurde das doch? Nee, ich dachte, wir haben das doch schon mal probiert und da ging's. Gruppierungen. Ich gehe mal noch ein Stück weiter rein. Okay, er hat es schon angenommen. Ich sag mal so, da vorne oder jetzt. Ich sag mal, hier hätte ich ihn dann auch angenommen. Ich wollte jetzt nur sicher gehen, dass jemand anders am Start ist. Aber wo kann ich mich denn jetzt, bei wem kann ich mich jetzt melden wegen den WPs? Die sind ja nicht rechtmäßig verteilt gewesen. Oder ausgeteilt. So, kein weiterer Service offen. Hier ist nicht zufällig ein Cop. Ich guck mal in die Stadthalle. An der Stadthalle ist gut. Da kann man als Medic trotzdem abhängen. Na klar, man muss auch das Krankenhaus im Blick haben. Logisch, aber da passiert halt auch viel. Da geht viel RP los. Und da kann man, also weil es ja eh nicht weit weg ist vom Krankenhaus, ist es fast derselbe Startpunkt. Sogar vielleicht teilweise an manchen Notrufen noch eher dran. Manchmal rasten sie da aus im Cherries, dann halt hier hat man ja gerade, wenn sie hier wieder überall runterjumpen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Service machen soll deswegen. Tatsächlich würde ich einfach lieber warten, bis ich hier, da oben stehen noch Polizisten, oder? Nee, der hat bloß so eine komische Kappe auf. Kappa. Ach, Mr. Stasis FBI. Ich weiß nicht, ob er das auch machen kann. Hi. Okay, ich mach mal einen Notruf. Trotz Ticket hab. Ach so, jetzt muss ich ja hier warten. Ah! Vielleicht könnt ihr das aber auch von der Ferne lösen. Ah, okay, er hat's gelöscht. Was? Habe ich hier. Okay. Hatte ich vielleicht gar keine? Nee, doch, sonst hätte er die Akten nicht gelöscht. Habe ich mich verguckt? Und ich habe bei Zeit seit Payday. Nee, guck mal, 20 kann ja nicht sein. Dann wären ja jetzt mehr. Ne, das muss schon hier oben gewesen sein. Können wir das nicht nochmal sehen? Doch. Alles klar, hier der Beweis. 20 von 69 Wanted-Punkte. Und hier war die Payday-Zeit 17 von 60. So, irgendwas offen? Irgendwas im Chat jemand zu mir gesagt? Auch nicht. Außer Hi allgemein, aber niemand, der hier steht. Nö. Hui, beim Schwarzfahren erwischt. Okay, die wissen aber, dass es verbuggt ist. Es scheint anscheinend
Das scheint auch noch nicht behoben zu sein, mein Gott. Anscheinend. Kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen einen hektischen Eindruck mache momentan. Gerade so, was ich quatsche. So, blub. Dabei kann ich mir doch voll Zeit lassen für die Aufnahmen. Ach ja, Leute, übrigens, vielleicht noch zur Info. Nächste Woche geht ja die Bundesliga wieder los und ich habe ein Tippspiel für die Bundesliga jetzt gestartet. Natürlich jetzt nicht mit irgendwelchen großen Preisankündigungen, werde ich eventuell dann im Laufe der Saison dann höchstwahrscheinlich in der Rückrunde entscheiden, ja, hier, ich hau doch was raus. Aber erstmal einfach just for fun, um den Gewinner zu küren, wer die besten Tipps abgeben kann. Danger Liga. Ich werde es in die Videobeschreibung auch verlinken. Da könnt ihr euch halt anmelden und wieder mit voten. Also mit tippen. Und es macht es vielleicht ein bisschen interessanter dann so, auch die ganze Bundesliga. EM sage ich schon. Die WM war ja total verrückt. Also, was du da getippt hast, also die typischen Favoriten, bist du gar nicht weit gekommen damit. Aber ich habe, glaube ich, trotzdem noch den vierten Platz gemacht. Kein Service offen. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, ja, schaut beim Tippspiel vorbei in der Videobeschreibung. Gut, dass mir das nochmal eingefallen ist jetzt zum Schluss. Dann danke fürs Einschalten. War ja ein bisschen interessant. Ne? Notrufe laufen. Und wir wissen, die U-Bahn ist immer noch nicht behoben. Also der Bug mit den Tickets. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Viel Spaß, ne? Und tschüss.